So, da sind wir wieder. Es tut mir unglaublich leid, letzten Part. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, dass ihr nicht gegen die Wand pinkeln sollt. Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle eure Wand angepinkelt. Lasst es bitte. Und guckt weiter die Videos. Genau. Da verdienen wir ja so viel dran. Ja, und zwar Ne, genau ich habe überlegt, ob nichts. ich den vielleicht irgendwann mal monetarisiere, aber das, ich weiß nicht. Ich sehe es nicht so, dass Geld die Community kaputt macht, wie viele es sagen. Also, ich finde, wenn man damit Geld verdienen kann, soll man es doch bitte machen. Ja. Es ist einfach nur dumm, kein Geld zu verdienen, wenn man was verdienen kann. Vor allem, Und es liegt daran immer nur gibt es nicht daran, weißt anderes. du, die anderen Leute, die kein Geld verdienen können, kacken dann die an, die es können. Ja. Und Ja. deshalb, die sind einfach nur neidisch drauf. Also, ich finde, ohne Scheiß, mich nervt die Werbung auch vor den Videos, ja. Ja, das ist scheiße. Ehrlich gesagt, ich habe letztens gesehen, dass man irgendwie auch Werbung nach die, also am Ende der Videos machen kann. Und das finde ich cool. Also Ja, dagegen habe ich nichts. Das können die ruhig machen. Also das, wenn ich ein gutes Video gesehen habe, dann gucke ich mir auch die Werbung an. Dann stört es mich nicht. Und wenn es ein Scheißvideo ist, klicke ich halt vorher weg. Also wenn die das immer so machen würden, dann wäre das echt cool. Da würde ich mich nicht dran stören. Und noch einmal, danke YouTube für dieses neue Design. Ich frage mich echt, wer diesen Entwicklern in den Kopf geschissen hat, dass sie so ein Design machen. Es ist ohne Scheiße, ne? Es darf nicht sein. Das können die nicht ernst meinen, dass sie hier so irgendwie, ja toll, es ist für die Blogger was Schönes. Okay, 3% der YouTube-Nutzer sind vielleicht Blogger. Der Rest, ist Katzenvideos. Der Rest sind Jedenfalls kleine kommt's. Kinder, kleine 6-jährige Kinder, die nichts Ja. Besseres zu tun haben, Nee, ohne. als Kronk anzugucken, als Elotrix anzugucken und sich dann Elotrix. einen runterzuholen. Ey, komm mal hier runter. Also ich weiß nicht, ich finde, irgendwie hat YouTube bei mir zwei Seiten, die ich kenne. Erstmal. Nee, drei Seiten sogar. Erstmal gibt's, die Videos zu Let's Plays, Gaming, bla bla. Und damit meine ich auch die seriösen Videos, unter anderem LeFloid und so. Oder, ja, LeFloid ist genau. cool. Dann gibt es den Weird Shit, wie ich ihn nenne. Das sind für mich die Außenseiter, YTT, die finde ich alle scheiße. Tut mir leid, ihr kleinen YTT-Fanboys. Ich finde, das sieht einfach. Ich finde die Videos einfach sinnlos. Dann, was. Und dann jetzt der letzte Part. Die Amateurvideos. Das war's. Also Ja, ey, Amateurvideos sind. die sind grausam, ey. Weißt du, wenn... Amateurvideos sind Süßigkeiten unter anderem, die dann 8 Milliarden Klicks kriegen. Andererseits auch kleine Kinder, die sich selbst bei Vlogs aufnehmen. Was auch zu den Amateurvideos gehört, sind diese Schreckvideos zum Beispiel. Dieses mit diesem Stuhl, der da dann wippt und so. Das sind auch Amateurvideos für mich. Alles, was einfach mit einer Kamera gedreht wurde, die 17 Pixel hat. Ich meine nicht Megapixel. Soll ich Das was sind sagen, ey? Amateurvideos. Wenn mein Teamspeak jetzt noch einmal leckt, weil mein kleiner fetter Bruder unten wieder mit ins Weiß spielt, Alter, ich renn runter, ey. Nimm den Schraubenzieher und rammst den in sein Genick rein, ey. Ohne Scheiß, ey. Das regt mich so auf. Merkt man. Und, ey, dieses scheiß fette Kind, Alter, mit seinem Cheeseburger immer, ey. Wo ist mein Cheeseburger? Ey, apropos, heute gibt's bei uns Hamburger. So richtig geile Hamburger, ja. Was Hamburger, mit keine Cheeseburger? Cheeseburger. Gibt's Hamburger? Da unten ist ein Zombie, da unten ist ein Zombie. Wo? Da unten, und da sind noch mehr Zombies Oh, hier als das ein sind Zombie. mehrere. Ja, ich glaube, ich werde Okay, da. Zombie. Ah, ich muss nein sagen. Ah. Also wenn du kacken musst, hier einfach. Moment. So hat sich's gerade angehört. Ja. Okay, du gehst rechts lang, ich gehe links lang. Ey, bei mir sind viel mehr Zombies als bei dir, das ist Eigentlich unfair. nicht. Ich habe genau die Seite genommen, weil bei mir mehr sind. Aber irgendwie kommt es mir doch wieder vor. Ah nee, da sind sie ja. Die rennen alle weg von mir. Meiner will wieder nicht sterben, ey. Jetzt ist er tot. Geht noch keiner. Oh lol. Ja, steht mal einfach auf jetzt, Viecher. Ach. Hat das gut. Die rennen von mir auch irgendwie weg.
Die droppen hier leider Geld. Ist mir sofort jetzt aufgefallen. Bei mir droppen die gar ich nichts. Guck, oh, lol, Alter. Der kam unerwartet, muss ich ehrlich sagen. Den Rest hatte ich erwartet, den hatte ich ja angelockt, aber der da nicht. Lol, die gehen gerade zwei Stück zu dir. Kriegst du die alle? Nee, ne? Nein, die krieg ich gar nicht. Okay, dann lass mich die nehmen. Lass mich die nehmen. Vier, kannst du die vier töten? Ja, klar. Gut. Ja, das Problem ist, bei mir dauert es immer etwas länger, bis die tot sind. Alle weg. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden, sorry. Bei mir dauert es immer etwas länger, bis die tot sind. Was hast denn du für eine Waffe? Zuckerstange. Geld. Ja, ich auch. Hä? Er macht da so abwerte Geräusche. Mach die. Ja, komm her, Alter. Ich will auch mit dir bumsen, ey. Also, irgendwie doch, es kommt mir vor, als wären hier mehr Zombies als sonst. Also, ich meine nicht an sich in der Stadt jetzt mehr als sonst, sondern mehr als in jeder Stadt. So, ja, hier das die. Ist hier wenn du dir die Hauptstraße mehr reinziehst, ne? Ach, ey, diese scheiß schon. Zombies, ey. Das regt mich langsam auf. Ich hoffe, dass hier nicht irgendwelche dreckigen Camper plötzlich sind. Das wäre nicht so gut. Besonders wegen der massigen Anzahl an Zombies. Da gehen gerade zwei Stück zu dir noch. Aber die chillen zu dir. Einen habe ich weg. Also die. Ja, vollende dann die KI, indem ich um die lauf. So. Ach, ey, du willst mir doch nicht erzählen, ey, was. Ich bin im Supermarkt, wow, wow, das ist weiß. Wow. Was denn? Jetzt hängt meine Lebensleiste an der Kniekehle. Die hat eben so ein. Bist du jetzt tot? An? Hallo? Was? Willst du mich verarschen? Dann zieh dir doch was rein. Ich bin tot! Bei mir hat nur sie geleckt, Alter! Salim, wie lang noch? Salim? Nein. Ach, Salim. Nein! Bei mir hat sich Wazi aufgehängt und dann stand die nur noch so vor mir. Ich hab gedacht, hä, ist sie jetzt tot oder was? Und dann hör ich nur noch, wah, und auf einmal, you are dead. Eat by a Zombie. Scheiße, Alter. Tja. So, das Leute, jetzt wird das wieder ein Play Alone. Ach, du hast ja Items gehabt, genau. Dann gehe ich gleich mal zu. Oh, ey, scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. So, super LB, wenn ich das so... Oh mein Gott, jetzt hätte ich angerufen. Ja, da kann ich aber nicht dran. Schau ich mein Handy aus, ey. Das war krass. Kann ich leider nicht dran. Jetzt werde ich bestimmt nochmal auf dem Festnetz angerufen. Das wäre jetzt kacke, weil dann alles klingelt, aber... Es ist halt zu spät jetzt. Alter. Was du dabei hattest. Audi. Ja. No free backslots, toll. Warum hast du die Holzkarte mitgenommen? Weil ich nicht abgeben konnte. Du bist ja so ein Lappen. Ah, Candy Cane hätte ich gern eigentlich. Kann ich denn da lassen? Wie viel Schüsse? Ach, die haben beide noch Schüsse. Mann! Well, fuck it. Den schönen Hut nehme ich jetzt mal nicht. Gut, Leute, dann war das vielleicht jetzt ein relativ... Lol, die hat nur noch einen Hit gebraucht, nur dass du es weißt. Geil! Also, Leute, das war, glaube ich, ein kurzer... Das wollen wir immer so eine Episode machen? Nee, das wäre eine Episode, wäre ja bis ich tot bin. Dann werde ich jetzt ohne euch weiter Let's Playen, bis ich das nächste Mal sterbe, glaube ich. Ja, das mache ich. Aber gut, da Salim uns nicht sagt, wann endlich mal ein Part rum ist, sage ich jetzt einfach, das war ein Part von 7 Minuten oder so und trotzdem werde ich ihn so schneiden, weil es einfach ein einschneidender Augenblick war. Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt einfach nur fertig. Ich will MW3 zocken oder so. Ja, und ich will jetzt erstmal schön fette Schokolade essen, Alter. Und dann Hamburger und dann...
Okay. Weißt du, wenn du auf so einem nordamerikanischen Server bist, Alter, kriegst du auch gleich die Feelings dafür, ey. So, Leute. Der war gut. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Einen weiteren Part von War Z. Diesmal sage ich auch, dass ihr nicht gegen die Wand pinkeln sollt. Wartet, es kommt gleich. So, pinkelt nicht gegen die Wand. Und dann würde ich sagen, hau da rein und bis zum nächsten Mal. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, Clan und so weiter. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Part War Z. The War Z Dead. Wir sind die War Z Dead. Ja, auf jeden Fall. Jo, tschüss, Leute. Gut, hau da rein.